Was für eine knappe Kiste. Nach intensiven 60 Minuten hatten die Mariendorfer am zweiten Spieltag der Hallensaison dann aber doch die Oberhand und schlugen den TC Blau-Weiß mit 6:5. Es ist super ärgerlich. Wir hatten uns für die zweite Halbzeit eigentlich vorgenommen, hier das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga im letzten Frühling befindet sich der TC Blau-Weiß voll im Umbruch. Durch die Abgänge gleich mehrerer Leistungsträger wie Paul Dösch und Luis Gill wurde das Team stark verändert und verjüngt. Auch auf der Trainerposition weht mit Lars Hillmann ein frischer Wind, der ehemalige Bundesligaspieler Coach Blau-Weiß seit dem Beginn der Feldsaison. Die Gastgeber machten gleich zu Beginn ordentlich Druck nach vorne. Hier verpasste Thies Wendland das Tor nur um Haaresbreite. Nach 12 Minuten war es dann aber soweit, Moritz Kehlitz erzielte nach einer Ecke das 1:0. Nur 4 Minuten später war dann Jakob Eggers zur Stelle und baute die Führung aus. Blau-Weiß war auch weiterhin am Drücker, hatte aber Probleme mit der Chancenverwertung. Die Führung hätte zu diesem Zeitpunkt weitaus höher ausfallen können. Stattdessen kamen nun aber auch die Mariendorfer ins Spiel und verkürzten nach einer Ecke auf 2:1. Bis zur Halbzeit kamen die Gäste dann noch 2 weitere Male zum Abschluss und drehten das Spiel bis zur Halbzeitpause zu ihren Gunsten. Für Blau-Weiß nach dem starken Start doch eher ernüchternd. Wir haben einen sehr, sehr guten Start gehabt, ziehen 2:0 davon, dann lassen wir uns das Momentum nehmen. Wir vergeben viel zu viele Chancen. Ja, das muss in der zweiten Halbzeit besser sein, wir müssen unsere Chancen nutzen. Nach Wiederanpfiff nutzen aber erst einmal die Gäste ihre Chancen. Nach nicht mal einer Minute erzielte Christoph Scholze das 4:2 für die Gäste und es kam noch dicker. Die Mariendorfer erhöhten bis zur 41. Minute auf 6:2. Blau-Weiß musste nun also reagieren. In der 45. Minute war es dann soweit. Nach schöner Vorarbeit von Jakob Eggers erzielte Noah Hagen den Anschlusstreffer. Nachdem Paul Koch den Rückstand wenig später weiter verkürzte, merkten die Gastgeber und das Publikum, dass hier eventuell doch noch was zu holen ist. Und ebenfalls, keine 2 Minuten später gab es dann diesen starken Spielzug zu sehen. Auf einmal war wieder richtig Dampf in der Partie. 10 Minuten blieben den Blau-Weißen also noch, hier doch noch Punkte einzufahren, doch gegen die tiefstehenden Mariendorfer kamen sie nicht mehr zum Abschluss. In der Schlussminute gab es dann noch eine Ecke für Blau-Weiß, aber auch diese konnten sie nicht verwerten. Die große Aufholjagd blieb also aus und mit 5:6 mussten die Grunewalder nun schon die zweite Niederlage einstecken. Wir müssen die Lehren draus ziehen für nächste Woche und besser gesagt auch schon für morgen. Ja, morgen geht es direkt weiter, vor allem gegen den absoluten Favoriten auf Platz 1, gegen den BHC. Da müssen wir alles geben, da dürfen wir nicht so viele Chancen liegen lassen, weil so viele Chancen kriegen wir auch nicht mehr. Die Lehren aus diesem Spiel hat das Team von Lars Hillmann gezogen. Am Sonntag trotzen sie dem Berliner HC auswärts einen Punkt ab, nachdem man sich mit 7:7 getrennt hatte. Weiter geht es nun am nächsten Samstag zu Hause gegen die Tabellenschlusslichter vom Osternienburger HC. Hier sollte dann auch der erste Dreier der Saison eingefahren werden.